Hey Leute, was geht ab? Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. In diesem Video geht es einmal um den Motorcleaner. Viele Leute von euch haben mich gefragt, wie man das Produkt richtig benutzt, wann man das einsetzt, wie die Dosierung ist, und das werden wir alles in diesem Video besprechen. Also, wenn euch das interessiert, bleibt dran. Viele Fragen haben mich bezüglich der Wagner-Produkte erreicht und ich möchte euch da gerne ein wenig weiterhelfen. Ich habe ein Video gemacht, und zwar, wo ich einmal den gesamten Additivplan, sage ich mal, bespreche. Das heißt Mikrokeramik, Oilstop, Motorcleaner für einmal ein ganzes Rundum-Paket, einmal so ein Vorsorgepaket, auch gerade für ältere Autos sehr wichtig und sehr gut umzusetzen. Und jetzt gehe ich nochmal auf die einzelnen Komponenten drauf ein, in diesem Fall halt den Motorcleaner. Wenn ihr überlegt, auch diesen gesamten Motorcleaner zu machen, dann schaut auf jeden Fall das Video an, ich weiß wieder nicht welche Seite, und schaut da einmal rein, um ein bisschen was zu lernen, wie das Gesamtkonzept aussieht. Kommen wir nun zum Motorcleaner selber. Also der Motorcleaner ist ein Additiv, den man immer am Ende des Ölzykluses benutzt. Das heißt, ihr wisst, ihr habt einen Ölwechsel zu machen in 2, 3 Wochen oder sowas, dann zack, ordert ihr das Ganze und dann setzt ihr das Produkt ein. Viele fragen mich immer, wie viel brauche ich davon? Also im Endeffekt braucht ihr von eurem Ölvolumen 6 bis 8%, also 6 oder 8% von dem Ölvolumen sind dann Motorcleaner-Anteil. Das bedeutet jetzt, bei meinem Ölvolumen von 6,5 Liter brauche ich 0,39, also ungefähr die 400 Milliliter Dose, wenn ich mit 6% das additivieren möchte. Und wenn ich die 8% einsetzen möchte, brauche ich ungefähr 500 Milliliter. Ich habe für euch extra ein Dokument angefertigt, das findet ihr auf meiner Homepage unter hier unten www.markmonetti.com. Das ist ein interaktives Dokument, das heißt, ihr könnt das alles anklicken, ihr kommt direkt zu den Produkten, ihr habt eine Berechnungsformel mit dabei und ihr findet auch übrigens die Füllmengen von eurem Auto. Das sind alles Links, könnt ihr draufklicken und könnt da eure Daten eingeben, dass ihr für euch das selber berechnen könnt, wenn ihr nicht die gleiche Füllmenge habt, wie ich sie habe. Nachdem wir jetzt die Ölmenge berechnet haben, nochmal eine Sache, die ich euch erzählen muss. Viele denken ja, da lösen sich Bröckchen ab und fällt irgendwas ab und so weiter. Ihr müsst euch vorstellen, dass das Produkt ungefähr so funktioniert, wie Salzkristalle in Wasser gelöst werden. Also das heißt, ihr habt Verunreinigungen im Motor drin, dann kommt das Additiv und löst die Unreinigungen weg. Und das wird dann im Prinzip in der Schwebe gehalten und danach wird das mit dem Öl abgelassen beim Ölwechsel. Kommen wir jetzt zur Anwendung. Ihr habt jetzt berechnet, wie viel ihr braucht und habt die dementsprechende Dose gekauft. So, dann ist der erste Schritt, ihr fahrt euer Motoröl warm. Das heißt, das aktuelle, alte Öl, was ihr ablassen wollt, wird einmal warm gefahren. Wichtig ist es auch zu prüfen, welchen Motorölfüllstand ihr zu dem Zeitpunkt habt. Also ich denke mal, wenn ihr jetzt 6,5 Liter habt und kippt 400 Milliliter drauf, ist alles noch im Rahmen. Ihr müsst natürlich immer aufpassen, dass ihr euren Motor nicht überfüllt. Ein überfüllter Motor ist nicht gut, nichts gut, nichts machen. Aber achtet drauf, dass ihr nicht überfüllt. Bei mir war das so, ich habe meistens darauf geachtet, dass ich schon etwas Ölreduzierung erreicht habe, und dann habe ich extra nicht nachgefüllt gegen Ende und dann gegen Ende dann gesehen, okay, ein Balken fehlt oder zwei Balken fehlen, das war dann 250 Milliliter oder 500 Milliliter, und dementsprechend kann ich dann einfach den Motorcleaner hinzufügen, ohne mir über die Überfüllung Gedanken zu machen. Trotzdem für euch ist es wichtig, über die Überfüllung Bescheid zu wissen. Habt ihr jetzt den Motorcleaner, in dem Fall sagen wir jetzt mal 500 Milliliter in die 6,5 Liter reingekippt, dann müsst ihr Folgendes machen, und zwar in dem heißen Motoröl kann das Produkt nur wirken. Also das heißt 20 Minuten laufen lassen. Ihr könnt das Produkt auch fahren. Wenn ihr zum Beispiel zum Ölwechsel hinfahrt und auf dem Weg dahin ist euer Motoröl warm geworden, dann könnt ihr das schon einfüllen und könnt weiterfahren. Ich würde euch empfehlen, fahrt aber entspannt weiter, aber ihr könnt ganz normal weiterfahren bis zur Werkstatt und dann den Motor weiter laufen lassen. Von Wagner weiß ich, dass das Produkt nicht die Dichtungen angreift. Das heißt, solange ihr das, sag mal, die gelösten Schmutz in der Schwebe haltet, ist eigentlich alles picobello. Das Produkt soll ungefähr 15 bis 20 Minuten angewendet werden. Wenn ihr aber jetzt das länger drin habt und ihr euch derbe Sorgen macht, ist aber alles gar nicht so schlimm, denn das Produkt wirkt ungefähr bis zu einer Stunde. Danach lässt die Wirkung des Produktes nach. Das heißt, ihr habt weiterhin die gelösten Anteile in der Schwebe und dann lasst ihr das Öl einfach ab. Also ich würde damit jetzt nicht tausende von Kilometern fahren. Im Prinzip darauf achten, dass ihr das Öl dann einfach ablasst. Wenn es aber dann jetzt, wie gesagt, etwas länger als die halbe Stunde oder die empfohlenen 20 Minuten drin ist, alles kein Thema. Nach einer Stunde sollte die aber eigentlich soweit sein, dass es abgelassen werden kann. Dann habt ihr Folgendes erreicht, und zwar, ihr habt den ganzen Motorkreislauf, den Ölkreislauf, überall wo das Öl rankommt, wo die Öldämpfe hinkommen, wurde gereinigt. Ich mache gereinigt extra in Anführungsstrichen, denn
Es ist halt so, es gibt einige Verunreinigungen, die sind extrem hart und hartnäckig und gehen mal eben nicht mit einer einzigen Dosierung von 20 Minuten weg. Da muss man das mehrfach wiederholen. Wenn euch das Ganze interessiert, zum Beispiel auch manche, die Ölverkokung haben, sehr stark, dann schaut euch dieses Video hier an. Und zwar habe ich einmal mit Wagner den Extremfall beleuchtet, die 2.0 und 1.8 TFSI-Motoren von Audi VAG. Da ist es so, die haben ja zu kleine Ölbohrungen und damit kann man das vielleicht noch retten. Deswegen ist es einfach ein Versuch, in dem Fall eine günstige Reparatur durchzuführen. Aber ich schweife ein bisschen ab. Das heißt, wenn ihr harte Verunreinigungen habt, könnt ihr auch eine Doppelanwendung machen, wie in dem Video, was ich euch eben genannt habe. Sonst der Regelfall wäre dann einfach Motorglieder einsetzen. Halbe Stunde laufen lassen, altes Öl ablassen mit dem ganzen Dreck und den Additiven und dann das neue Öl auffüllen. Und dann erst ins neue Öl kommen dann die weiteren Additive, Mikrokeramik und Oil-Stop, wenn ihr denn wollt. Also das ist so einmal so der Grundgedanke. Und ja, das war es eigentlich soweit auch schon zu dem Motorcleaner. Habt ihr sonst noch Fragen zu dem Produkt? Fragt mich gerne, schreibt in die Kommentare, wenn ihr das Produkt benutzt habt und wie eure Erfahrungen damit sind. Oder wenn ihr überlegt, das Produkt zu benutzen, es aber noch nicht wisst, wie ihr das genau anwenden sollt oder ihr ein bisschen unsicher seid mit der Füllmenge oder sowas. Ich helfe euch da so gut ich kann mit meinem Dokument und dass ihr da selber eure Füllmengen bestimmen könnt. Aber wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, fragt gerne. Ich beantworte euch alle Fragen. Und wenn euch das Ganze gefallen hat oder euch schon ein anderes Video von mir gefallen hat, dann like bitte dieses Video und abonniert bitte meinen Kanal. Das hilft mir ungemein, ein bisschen Unterstützung für die Abonnenten. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Das war's von meiner Seite. Haut rein, Jungs. Peace.